Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Hunt Showdown, die 25. Gefühl, der 25. Versuch, jetzt mal eine ordentliche Runde hinzubekommen. Ja. Aber okay. Die letzten Runden, die waren einfach echt traurig. Furchtbar. Spielfehler von uns und einfach viel Pech und verkackt und das wollen wir euch gar nicht genau antun. Also solche Folgen tun wir eigentlich eher nicht hochladen, weil wir denken, dass es jetzt nicht so spannend ist, zu gucken, wie wir verkacken. Wenn du überlegst, vielleicht wäre die letzte Runde schon irgendwie spannend gewesen, aber wir sind halt dann relativ schnell verreckt. Das war halt dieses, sie war spannend für einen kurzen Moment, aber dann, wenn wir tot sind, ja, sind sie schon wieder tot, die kriegen ja nichts auf die Reihe, die zwei. Deswegen. Ja, aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr auch mal so richtige, also vielleicht nicht genau richtig miese Runden, aber so halb mies. So Runden, wo wir uns aufregen, weil wir scheiße spielen oder weil wir einfach mal wirklich einen Kampf jetzt verlieren. Es kommt dann vielleicht noch ein bisschen realistischer, sag ich mal, rüber. Ja, wenn wir nur. Weil man jetzt nicht nur unsere geilen Runden. Das hat mich aber wirklich mal interessieren, ob ihr das sehen wollt. Boah, jetzt dachte ich, dass da ein anderer Spieler ist. Am Fenster. Boah. Ja, das hatten wir die letzten Runden auch, dass die am Anfang sauschnell da waren. Ne? Oh. Ich muss meinen Pfeil wiederholen. Wo ist denn der? Also in der Runde haben wir jetzt auch eine sehr interessante Ausrüstung dabei. Ja, so, ich wollte mal einfach mal... Vielleicht werden wir diese Folge auch nie sehen. Wir reden also umsonst. Oh ne, es ist wieder nur ein Boss. Und dann noch ja. Der Assassine. Boah. Es gefällt mir auch gar nicht, dass die Hinweise irgendwie so nah beieinander sind. Irgendwie. Oh Gott. Ey, hast du Schlagring dabei? Ja. Ey, da sind gerade welche aufgeploppt. Ja, hab ich. Lass mich mal vor. Ich brauche Ausdauer kurz. Ich versuche die anderen zu killen, falls sie zu dir. Wenn du den Schlag kriegen hast, ist einfach ganz gut drauf. Yeah. Aber, weil du gemeint hast... Oh Gott, hat der mich jetzt erschrocken. Weil du gemeint hast, interessante Ausrüstung. Ich habe ja noch eine Schrotflinte dabei, ne? Also so ist ja nicht. Ja, aber auch nur diese Aber die macht über 100 Schaden. Also normalerweise im Nahkampf sollte ja, also er normalerweise... Im Nahkampf macht die schon gut Schaden. Ja, es gibt aber eine Schrotflinte, die macht im Nahkampf 85 Schaden, also... Ja, dafür die halbautomatische. Hast du gerade erschrocken, dass ich da stehe, oder was? Nein, weil der Monster gekommen ist und ich hab keine Ausdauer gehabt. So, ja, wo geht's? Achso, gut, jetzt da. Oh, einmal. Die sind relativ weit weg jetzt. 180 oder 120? Ich glaube, die 180 wären näher. Mhm. Und da ist weniger Fluss. Ja, machen wir die 180. Passt. Oh, hier ist relativ offen. Ich glaube, wir haben echt an jeder Stelle an dieser Karte schon gekämpft, ne? Das ich glaube echt... schon, ja. Mittlerweile... Ich glaube fast gar nichts mehr. Nee. Mittlerweile haben wir echt alles, wo... Ich sag da, ja, stimmt, da kann ich mich noch erinnern, die Runde, gegen die gekämpft haben. Ja. Ja, aber trotzdem ist jede Runde anders. Also. Ja, das liebe ich an Hunt Showdown. Ich muss aus dem Licht raus. Ja. Da unten wäre Munition und so. Brauchst du was? Nee. Leben, Munition. Ich hab noch nicht geschossen. Oh, schon relativ wieder nah, glaube ich, der Hinweis. Ja, es geht. Manchmal wirkt das. So. Sieht richtig geil aus, wenn das so brennt da unten. Das sieht richtig geil aus. Soll ich oder machst du? Ja, einen mache ich schon. Kannst du den anderen machen? Vorne uns ist auch eigentlich wäre es jetzt noch geil, wenn man jetzt ein komplettes Feld irgendwie anzündeln könnte. Was? Oh, Alter, ich dachte, das ist ein anderer Spieler. Da wären wir jetzt voll im Arsch gewesen. Ich hab ganzen Balken verloren, in dem Getreidefeld. Ja, dann sollen wir schnell zurücklaufen und dein Ding holen. Ja, dann halte ich mich schnell. In der letzten Runde ist auch uns einfach mal einer Typ mitten auf der Straße entgegengelaufen. Der hat auch. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nie, oder? Also, beide Parteien waren leicht verwirrt. So. Ja, wirklich, der ist so plötzlich davor einfach so gelaufen, also so stand an langsam gelaufen teilweise, ne?
Und es war dann so dieser Moment, so, er hat auch nicht reagiert, ich guck auch so, der läuft aber komisch, das Monster. Dann, so aufrecht. So, und dann plötzlich so, oh mein Gott, das ist ein anderer Spieler. Voll erschrocken. Ohne Witz, aber ich glaube der auch. Ja, aber eigentlich. Weil der hat auch nicht geschossen und hat dann auch erst, nachdem ich geschossen habe, geschossen. Das war aber so, was mir auffällt, diese Level 1 Säge schon manchmal aus wie so ein Monster, weil es auch so hell gekleidet ist. Ja, das dachte ich mir auch schon. Also wenn man nur kurz hinschaut, könnte man immer mal meinen, dass es ein Monster ist. Also Level 3 und so, die erkennt man ja gleich, wenn es so eine dunkle Gestalt ist. Ja gut, das hat mich letztes Mal hat's mich auch rausgehauen. Also weil der so hingekniet ist und ich dachte halt, da frisst gerade jemand. Oh Gott, du musst die kleinen Viecher machen. Boah, das sind jetzt. Weil ich mach das Feuer. Du musst doch gar nicht hin. So. Geh mal halt direkt zum Hinweis, würde ich sagen. Da ist ein Fetter. Rechts? Ja, ich hab grad keine Ausdauer. Ah, Mann. Keine Ausdauer, Scheiße. Helf dir, wenn du nicht so hin und her gehen würdest. Was? Daneben geschlagen. Ja, ich hab schon gekillt. Oh Gott, Alter, der Typ da oben. Ja. Ich habe links so rumgeschaut. Oh fuck! Aber du mit deinem weißen Hemd, du strahlst, ne? Ja, fuck. Toll, kommen wir das rein? Oben? Oder kommen wir vielleicht hier ist eine Tür. Perfekt. Oh Gott. Oh Gott! Wow! Vorsicht! Oh. Vorsicht! Richtig viele, richtig viele, richtig viele! Ich habe keine Ausdauer. Ich habe zwei erwischt. Hilfe. Oh nein, du hast die Laterne angezündet. Nein, ich brenne. Lol, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Da sind aber Heilungsdinge. Das brauche ich jetzt. Ich mach schnell den Hinweis. Alter, boah, ich komme zu dir gerade nicht ran. Ist okay. Lol, hast du gerade auf eine scheiß Laterne geschossen? Nein, ich dachte, du hast auf eine Laterne geschossen. Ich hab nicht. Nee, wie haben wir das jetzt geschafft? Das verstehe ich. Weil wenn man nicht schießt, ich habe ja nicht geschossen. Du hast auch nicht geschossen. Nee. Wie hat das jetzt angefangen? Oder war da ein Typ, der Molo? Jetzt wäre ich fast noch verreckt, ne? Leck mich am Arsch, die haben mich zweimal getroffen. Hier oben wäre, Leben. Ich hab mich draußen schon geheilt. Achso. So, wo ist denn der Heini? Welcher Heini? Ah, da unten, okay. Ja, der Boss. Oh, der ist offen. Lol. Oh, der ist richtig ganz schön weit weg. Aber ich mag gegen den nicht kämpfen. Kannst du nicht. Wieso? Wieso verstehe ich mich? Ich verreck was? Also wirklich. Ich Moment, ist mal. Gleich so Bam, Headshot, du bist tot. Gedacht, ich hätte vielleicht einen Schritt gehört draußen. Na gut. Nee, passt. Mal kurz. Ja, warte. Mal runtergehen. Ja, cool. Ja, die letzten Runden, das habt ihr jetzt, haben wir jetzt auch nicht hochgeladen, weil es eben relativ kacke dann war. Wir haben zweimal gegen den Assassinen gekämpft, ja. Und ich bin ja echt beinahe verreckt. Also einmal bin ich verreckt sogar, beim Bosskampf einfach bloß. Also es waren keine anderen Spieler, gar nichts da. Und da bin ich echt auch noch mal kurz davor gewesen zu verrecken. Weil der greift, der rennt mir hinterher. Das ist wie so ein heftiger Lemming, der nicht loslässt von mir. So, sollen wir jetzt näher ran, oder? Ja, und wenn da Leute gegen ihn kämpfen, gehen wir rein. Wohl, ein. Ah, das ist nur ein Viech. Hm. Da müssen wir eigentlich wieder eine andere Taktik machen, glaube ich. Aber ich glaube, wenn es nur eins so ein Viech ist, dann möchte nie jemand der Erste sein, gegen den kämpfen. Nee, gefühlt. Nee. Ich kann aber ein bisschen weiter gehen, ich bleib da. Unter keinen Umständen mache ich da der Erste sein, der gegen den kämpft. Weil da machst du eigentlich nur, da fängst du nur an, den anzuschädigen. Meistens verreckst du dabei und dann. Haben es die anderen leichter, lol. Dann haben es die anderen leichter, den zu killen, die zweiten. Verbunkern sich da drin. Und dann ist es eigentlich nur noch ein Kampf zwischen den Jägern. Aber die ersten sind eigentlich immer am Arsch. Vorletztes Mal haben wir es gut hinbekommen, ne? Stimmt. Da war es, glaube ich, auch nur einer und da haben wir es irgendwie geschafft. Den zu killen und dann noch die Jäger da abzuhauen. Aber die haben schon mal angefangen, den anzuhitten, glaube ich. Aber da war es auch der Schlechte, oder? Das war das Schlechte, ja. Na, da ist wieder was anders, weil du den relativ schnell wegbekommst mit Schrotflinten. Mhm. Das ist ein fetter. Ich guck mal zur Brücke, ob da mal jemand drüber läuft. Dass man nicht mal so zufällig jemanden gerade darüber rennen sieht. Also das beeindruckt mich schon, dass du nicht mal so viele Zufälle, dass du da irgendwie so zufällig mal jemanden im Wasser stampfen hörst. Ah, hinter dir!
kommt noch jemand, um den kümmere ich. Ausdauer ist echt kritisch. Ja, wenn viele kommen. Ich meine schon, also bei diesen diese Ausdauerfertigkeit, die bringen sie irgendwie voll. Ja, die ist mega hart. Das ist nicht, ey. Ach so. Also gegen diese kleinen Viecher ist Ausdauer lebensnotwendig, ey. Ich weiß nicht. Sollen wir langsam mal zu Nicholas Gefängnis oder wie auch immer das heißt? Nichols Gefängnis? Ja. Ich mag aber aus dem Mondlicht eigentlich gerne raus. Da strahlt man richtig. Wasserfisch, zurück! Oh. Lull. Das ist ja natürlich genau auf der anderen Seite, wo man lungert. Scheiße, wie kommt dann gehen wir halt über die Brücke jetzt, oder? Ah, oh, gut. Dann gehen wir über die Brücke. Dann gehen wir. Ach, da hinten. Ja, die ist ewig zu weit weg. Pass auf, hier war ein Feuer, das wird sie irgendwo. Stimmt, der ist da draußen. Wo denn? Fuck, ich hab schon wieder keine Ausdauer, ich brauch Hilfe. Ja, hin, lauf. Hä, der läuft. Der läuft an mir vorbei. Oh Gott. Ich muss Aufdauer tanken. Aufdauer. Ausdauer. Und zwei Hexen. Gut, die Viecher ohne Waffen. Boah, Alter, das sind zwei Hexen, der Feuerteufel und da unten fressen wieder drei. Wir müssen uns da vorbeischleichen, es hilft nichts. Ja. Oh, zweiter. Das könnte es übel werden dann, ja. Jetzt gehen wir über die Brücke und dann schaut ein Gegner zu. Ich sehe das schon. Ich sehe es echt kaum. Ich sehe es auch kaum. Ich laufe extra ein bisschen in Zickzack jetzt. Gut, jetzt habe ich mich eigentlich selbst widersprochen. Ich habe gesagt, es wundert mich, dass uns nie zufällig mal jemand irgendwie so über die Brücke oder so entgegenkommt oder auf der gleichen Seite ist oder so entgegenläuft. Am letzten Match ist uns ja eigentlich einer auf der Straße einfach mal so entgegengelaufen. Stimmt, weil wir zu dem einen Hinweis wollten und er zu dem, also wir wollten zu seinem Hinweis, wo er gerade war, und er wollte zu dem Hinweis, wo wir gerade waren, weil die waren relativ nah beieinander eigentlich. Mhm. Oh, boah, links. Ding, ich trau mich mittlerweile, früher bin ich die ganze Zeit eigentlich nur mit Messer rumgelaufen, das trau ich mich mittlerweile gar nicht mehr so richtig. Hast du es früher echt gemacht, ne? Bin ich schon krass viel mit dem Messer rumgelaufen eigentlich, ich hab eigentlich immer nur die Waffe gewechselt, wenn ich Gegner gesehen hatte. Ne, das habe ich mich nicht getraut, weil ich wollte ja dann immer gleich schießen können. Manchmal muss man in einer Bruchteil von einer Sekunde irgendwie schießen können. Meistens ist das aber mein. Habe ich gut gesagt. Mein Todesurteil, weil ich eigentlich aus Reflex, aus Schock einfach sofort schieß, ne? Weil ich immer davon ausgehe, dass ich immer so, weißt du, so Call of Duty-mäßig oder Battlefield-mäßig so ein ganzes Magazin habe und dann. Das ist meistens dann mein Fehler, weil meistens hast du nur so eine. Wie jetzt Handarmbrust oder Schrotflinte oder so mit ein oder zwei Schüssen, dann bin ich meistens tot. So oft, wie ich jetzt meistens gesagt habe, da könnte man eigentlich so einen Countdown machen, so 1, 2, 3. Hey. Ich dachte, dass ich da gerade jemanden gesehen hatte, aber. Wo beim Haus? Bei der Kirche. Dort bei der Terrasse halt, nicht Kirche oder so, bei der Terrasse. Okay. Da war der aber relativ schnell wieder weg. Ja, wenn er schnell weg ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da zielen soll, ne? Weil ich habe dieses Ziel an der Hand am Brust. Ja, mit der Hand am Brust ist ein bisschen schwierig. Also die ist auch eher für. Ja, ich habe auch schon mal Videos gesehen, die haben aus der Ferne auch ganz schon gut Damage gemacht. Also die haben teilweise One-Hits gemacht. Ja, also die, aber du musst die Armbrust. Aber nicht die Hand am Brust, also die ist ein bisschen schwächer als die normale Armbrust. Nee, das war die Hand am Brust, das weiß ich. Du hast es nur so im Mini. Ja. Sicher, weil die macht normalerweise nicht so viel Schaden. Ah, die macht ein paar. Ja, die macht glaube ich 195 Schaden. Nee. Wie gesagt, das ist ja die normale Hand am Brust. Armbrust dann. Nee, da stand 195 Schaden, da bin ich mir sicher.
extra nochmal nachgeguckt. Die ist stärker wie die Schrotflinte gewesen. Achso, dann ist eventuell die Armbrust dann breit daran, das Schaden kann das sein. Oder die haben es verbessert. Weil die halt muss ja irgendeinen Vorteil haben, wenn du nur einen Pfeil hast und immer wieder nachladen musst, in diesen einen Pfeil ewig lang. Ja. So, was machen wir jetzt eigentlich? Das ist irgendwie ganz geil, dass man die ganzen Fackeln da so ist, da hinten so sieht, wie sie rumlatschen. Schon, ja. Ja, genau, wir sollten jetzt irgendwas machen. Jetzt ja, gehen wir einfach jetzt Richtung 180 davon. So. Ich gehe mal davon aus, dass mittlerweile auch jeder weiß, wo der ist. Ich denke auch, ja. Jeder so langsam in diese Richtung geht. Um gleich eingreifen zu können, falls da mal was passiert. Ich weiß halt dann nicht, was besser ist, ne? Ob es dann besser ist, wenn zwei kämpfen, ne? Zwei Teams. Ob es dann besser ist, abzuwarten, bis sich die sich so ein bisschen gegenseitig ausgelöscht haben, also ein Team tot ist. Ah, danke dir. Hey, einmal hat er keinen Schaden genommen. Lol. Ich weiß doch nicht, was besser ist, ob das dann, also ich glaube, wenn man sogar mitmischt. Ich glaube, dass du noch mehr Chancen hast. Ja. Weil dann können sie sich, wenn das andere Team das andere gekillt hat, können sie sich vollkommen auf die heilen und dann wissen sie, dass noch ein Team da ist und so wissen sie. Also ich glaube eigentlich, wenn andere kämpfen oder auch gegen den Boss, einfach immer gleich rein. Ich glaube auch. Es gab Probleme mit Online-Servern, einige Funktionalitäten können gestört sein. Was? Stand bei mir als Warnung da. Oh, okay. Leute, ist mal wieder wahrscheinlich ganz allein. Davon ploppen wieder Gegner auf, wenn wir den gekillt haben. Ich hab grad echt. Ich weiß aber nicht, ich hab grad keinen Bock, wieder raus zu fliegen. Kannst du mit der Armbrust die Tante drüben vielleicht? Ich könnte es mal probieren. Das wäre vielleicht gar nicht. Ich weiß nicht, weil wenn ich die jetzt nicht treffe. Aber es wäre ganz nice, dann wüsste ich wenigstens, wo ich hinschießen muss, wenn es jetzt normaler wäre. Es gab ja ein Verbindungsproblem mit Online-Server. Achso, bei mir gibt es anscheinend irgendwelche. Wo ist ein Pferd? Ich höre kein Pferd. Aber es hat, glaube ich, jetzt nicht Kiwi gehört. Ich habe irgendein Pferd gehört, das war ein bisschen weiter weg. Hast du auch gehört? Nee. Guck mal, Kiwi. Ist gerade verreckt! Achso. Ja, das habe ich gemacht. Dass der jetzt nicht reagiert, wenn wir dorthin gehen. Not good. Ich hab daneben geschossen. Dass die reagiert, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch, sie sind empfindlich. Ja, aber normalerweise kommen wir ja relativ nah. Naja, die ist immer sehr kritisch. Ist immer irgendwie relativ schwer einzuschätzen. Ich glaube, das waren echt die ersten, die wir geschossen haben. Da hinten ist eine aufgeploppt gerade. Oh, ja. Lol, aber so nah? Wir sind ja schon fast beim Heuchlein. Vielleicht sind wir ja wirklich allein. Das wäre der Clou. Ja gut, wir haben relativ lang gesucht, oder? Oder ist die Runde davor? Ich glaube, nee, das war ja sogar die Runde, glaube ich, wo wir relativ lang gesucht haben jetzt. Schon wieder die Tante da vorne. Ja, das sehe ich. Aber mit Armbrust ist es sehr schwierig, auf Entfernung zu kämpfen. Also ja, eher so Nahkampf. Ja, ich glaube, das ist Gewohnheitssache. Du kannst es halt, weil du dich meistens nicht traust oder du kannst es schlecht üben. Aber ich glaube, wenn du mal wirklich eine Zeit lang nur mit der Armbrust wirklich auf Monster aus verschiedenen Entfernungen, dann kannst du es ungefähr einschätzen. Und ich glaube, dann hast du. Dann geht's. Ja, also wenn sie nicht wissen, wo du bist, hast du einen guten Vorteil. Oh, gleich gegen Laufen. Die hört man dann wirklich gar nicht. Warte, ich mag jetzt mal gucken. Wenn ich den da jetzt. Okay, warte. Oh. Ich muss das mal ausprobieren, warte kurz. Alter. Nee, Entfernung. Das ist keine Entfernungswaffe. Eindeutig nicht. Nee, ich glaube, die Hand am Brust ist nochmal ein Ticken schlechter wie die Brust. Von der Entfernung her. Das ist ein Pferd. Aber, sag mal,
im letzten, da wo. Vor der Zurücksetzung hatte ich ja einen Charakter mit der Armbrust und da hatte ich eigentlich immer ganz nette Runden mit dem, also. Die Armbrust soll ja stark sein. Wenn du ja, triffst. Die ist eigentlich auch. Die ist ganz nett, also. Aber man braucht Glück, also wenn sie so rumgeistern, die Gegner. Also komm, jetzt machen wir mal ein bisschen was, ein bisschen näher hin noch. Ah ne, halt, du hast ganz andere. Ja. Boah, shit, Alter, ich bin so nervös. Alles schon wieder hier. Ah. Ach, du bist es noch. Ja, ich wäre halt gleich. Was? Läuft dir was hinterher? Nee, nee. Aber es war knapp. Ach, da wär, aber hier wäre ein Ding, wo man durchgehen könnte, ne? Ja, ja, das ist die gleiche Stelle, da unser Waggon ist da wieder. Ah, da ist schon wieder ein Feuer. Schon wieder da drin! Ja, stimmt! Also langsam... wird's kacke. Ist der, oh, das ist Feuertypi. Das habe ich ja gerade gesagt, eigentlich. Ja, doch, du hast vielleicht einen anderen gemeint. Ich weiß schon, wenn ich einmal aber gegen so einen Feuertypen kämpfe. Aber so viel Pech oder Zufall haben, dass es dreimal hintereinander der gleiche Ort ist, des Monsters. Oh! Ah, jetzt hat er gleich geschlagen, das war. Oh nein, über uns ist eine Scheiß-Tante. Oh nee. Ist sie mal tot? Alter, ich muss zurücklaufen zum Heilen, ey. Ich bin fast tot durch dieses Scheißvieh. Hier ist. Ja, das hab ich. Kann sie nicht. Ach, Scheiße, ich bin noch vergiftet. Decken wir mal kurz. Nee, weil ich war vergiftet, ich habe nicht gesehen, wo die ist, ich habe einfach nur irgendwo hingeschossen. Oh, Alter, Hunde und diese Frauen da, die nerven mich am meisten, muss ich sagen, also. Die Frauen gehen, weil du die leise ausschalten kannst. Hunde, die sind zum Kotzen. Ja, zu Hunden, dann kommen die Frauen. Oh Gott. Ich bin mich jetzt erschrocken. Ja, das markieren ist aber ganz nett eigentlich für die ganzen Munitionskisten und sowas. Das finde ich eigentlich ganz geil. So, hier stehen wir nun. Ja, du, ich... Warte, bis ich da jemand eine Munition holen möchte. Ich habe noch keine einzigen Schüsse, also... Komm, gar nichts, das ist ganz... Also von Glück gesagt, von maximal 6 Teams müsste da ja ein Team dabei sein, wo man sagt, du bist ungeduldig und... Ja, oder wenn es einfach mal, weißt du, so wie wir eigentlich, weißt du, so mal einfach eine Frau und schnell schießen müssen, ja, oder sowas. Irgendwas muss ja dabei sein. Aber wenn du jetzt durch diese Fehlermeldung bekommen hast... Ja, ich habe einen Fehler. Aber nicht, dass wir dann so aufhören mit der Runde und dann heißt, der Jäger hat den gleichen Zustand wie vor der Runde. Stimmt, ja, das hatten wir schon mal. Ja. Bei mir ist es ganz schlimm, wenn ich dann als tot zähle. Das ist ja mal richtig assi. Ja. Aber das sind leider immer noch die ganzen Viecher. Schon wieder hier, Alter. Das ist schon hart. Hier sind wir letzte Runde übrigens gestorben. Komm, ich zeig dir jetzt mal. Zeig dir jetzt mal, wie ich letztens oh nee. Wow! Ist halt wahnsinnig Wasserviecher drin. Krass. Ich zeig dir jetzt mal letzte Runde, wo ich da lang gelaufen bin. Hier? Aber nicht hier. Ich halt einfach da unten rein wieder. Da ist natürlich jetzt genau das Wasserviech, das ist nicht. LOL! Die Viecher leben hier überall noch vor. Oh Gott. Nee, komm was. Ist aber. Moment, ist glaube ich echt langsam, dass man allein irgendwie auf diesen. Das ist irgendwie blöd gesagt. Weil das kann fast nicht sein, oder? Ja, wir haben schon vieles erlebt. Hä? Ist gerade aufgetaucht. Ist das jetzt weg? Nee, ist auch noch da. Nein. Lol. Voll die Scheißstelle. So, nochmal hin mit der Rennen. Dann über die Brücke. Oh Gott. Ah, da ist die Tante. Da ist die Tante, ja. Obwohl, die ist relativ weit. Ja. Wenn wir hier schnell übers Wasser gehen, das ist oh, zu nah, oder? Das sind zwei Frauen. Nee, das ist schon. Die ist schon schnell da, das Viech. Ja. Oh, warte mal, lass mich mal ausprobieren.
Jawoll. Und hier ist noch eine. Ja, gut, schade, dass man so Monster nicht markieren kann, irgendwie richtig. Die kann sie eigentlich relativ egal sein. Ich hol schon mal einen Bolzen. Ah, ja. Dann komm ich rüber. Nee, aber es irritiert mich gerade voll, dass sie. Ach scheiße, ich habe eine Gegengiftspritze normalerweise. Ich bin ja nicht. Oh Moment. Hau ich sie gleich mal. Nee, ich nicht. Oh, die Gegengiftspritze ist vielleicht auch gut gegen den Meuchler dann jetzt. Das kann sein, ja. Und dann zeige ich dir mal, wo ich langgelaufen bin und wo ich verreckt bin. Und wieso ich das. Ich war hier drin, ne? Na und. Ich bin hier reingegangen. Und ich habe halt auch gehofft, dass du hier reingehst. Das wäre halt mega nice gewesen. Weil hier wirst du ja nirgendwo, von da kann hier niemand kommen. Es ist nur hier vorne, ist ein Eingang. Eigentlich, ne? Mhm. Warte, ich muss ihn mal töten. Und ich saß hier in der Ecke, ne? Und hab, ach, hier warst du? Hier, und hab hier eine Falle hingelegt gehabt. Und dann habe ich Schritte draußen gehört. Und ich drehe mich hier raus und guck durch diesen Schlitz hier, ne? Ja. Durch diesen da. Oh. Und genau in dem Moment höre ich die Falle. Dann hört klack und genau dann stand er dort, wo du jetzt stehst ungefähr. Und dann hat er mich einmal erwischt. Also er stand dann schon hier, weil er in die Falle gelaufen ist. Hey, ich dachte, du bist irgendwie im anderen Gebäude drüben. Nee, und dann. Ja, und dann habe ich aber vergessen nachzuladen, ist er hier, einmal raus und gleich wieder geschossen. Und jetzt habe ich echt das Gefühl, wir sind alleine ohne Witz oder irgendwas fuckt da rum, dass irgendwie andere rausgeflogen sind oder alle anderen und. Ja, so irgendwie. Also irgendwas stimmt da nicht, also. Nee, das ist ein kleines Viech. Scheiße. Ist hier Feuer drin? Ich habe eine Axt aufgenommen. Schade, dass ich nicht werfen kann. Spezialmunition, geil. Ja, das Werfen, das ist manchmal geil. Nee, das wünsche ich mir auch voll oft. Ich muss irgendwie vorbeischleichen. Ich bin vorbei. Ich gehe mal in das kleine Häuslein da rein. Lol, der packt da durch. Wow, okay, jetzt hat er mich erwischt. Das macht richtig Damage. Ich bin in meinem Haus hier. Ich aim gerade alles nicht, dass sich jemand hier in die Ecke hockt oder so. Versuche ich gerade ein bisschen alles abzuaimen. Ich überlege. Wenn du irgendwas zum Heilen findest, dann sag Bescheid. Mhm. Alter, du bist so laut, das ist pervers. Kann hier nicht mal Heilung unten sein? Nein, das. Das ist noch ein fetter Typ. Der lebt also auch noch. Oder es sind einfach wirklich geduldige Spieler und das hatten wir auch schon oft, ne? Also da will ich eigentlich nichts erschreien. Ja, wir haben schon jeden Shit erlebt hier. Ja. Und ich kann es ehrlich gesagt nachvollziehen, weil ich meine, wir haben bis jetzt auch noch nicht angegriffen. Gut, wir waren bis jetzt die lautesten wahrscheinlich. In irgendeiner Weise. Aber. Keine Heilung gefunden. Nee, noch nicht. Ich habe jetzt oben alles abgesucht, jetzt unten habe ich noch nicht gesucht. Und sind gerade Raben weggeflogen. Ja, ich glaube durch die Ketten wahrscheinlich. Das kann sein. Boah, fuck, ich weiß nicht, mal reingehen sollen. Ich mag nicht wieder gegen den kämpfen. Oh, ich wollte mich jetzt nicht heilen, irgendwie ich nicht. Nee, das musst du auch nicht. Ist keine Spritze dabei vielleicht? Nee, ich habe nur diese Gegengiftspritze dabei gehabt. Weil drinnen bei dem Typen ist bestimmt Heilung. Der schon, ja. Euch? Alter, so laut wie du bist, du traust dich gerade echt viel, ne? Ja, also irgendwie habe ich auch. Ach, da ist Heilung, geil. Wo? Oh, geil. Hab ich das übersehen oder was? Ja, zeig mir. Ja, gut, da. So,
So, wo ist denn die Axt hier? Ich hab's doch irgendwo liegen. Ah, da ist er. So. So. Oh. Ach Gott. Lol, wieso erwische ich den nicht? Alter, hat mich gerade gerissen. Alter, du traust dich, ey. Ja, diese Giftekel können jetzt nichts gegen mich machen, weil ich bin immun gegen Gift. Hey. So. Alter, wenn der Fette kommt, dann ist er tot. Und... Perfekt. Alter, ich hab den so oft mit Axt angehittet. Unglaublich. Ich hab ihn grad dreimal getroffen mit der. Also dreimal. Ja, ich glaube, ich hab vier oder fünfmal mit Axt draufgehauen. Tja, jetzt müsste man theoretisch. Ah, das meine ich. Theoretisch. Ziel gefunden, okay. Oh, der Kerne. Obwohl, das ist eigentlich richtig. Manchmal erwische ich ihn so schlecht. Au, er hat mich auch. Ah, jetzt hat er mich erwischt. Ich muss kurz Heilung stoppen. Blutung stoppen. Die Heilung stoppen. So, du darfst wieder reingehen. Ich glaube, da spiele ich mit Schrotflinte irgendwie, weil. Alter, wie viele fette Viecher sind denn hier in diesem Gebiet? Ja. Ah, hier ist eine Laterne. Kannst du ein bisschen rückwärts gehen? Wenn ich jetzt werfe, nicht, dass ich dich irgendwie erwische. Ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe. Ja, da ist es selber rein. Perfekt. Oh ja, gut leben durch Feuer. Oh, Feuer. Gut zu wissen. Hier wäre auch nochmal so eine Laterne, wenn er zu uns kommt. Oh ja, nochmal rein. Perfekt. Hier ist eine Laterne, ne? Wenn er vielleicht zu uns hierher kommt, könnten wir da auch noch drauf ballern. Ja, dann ballerst du drauf. Aber dann müssen wir uns entscheiden. Ja, ja, dann ballerst du drauf und ich lauf weg. Ich mag nur gucken. Ja. Obwohl, ich bleib gleich mal ein bisschen weg. Ich schau mal nicht, dass jemand hier von hinten die Treppe hochkommt oder so, okay? Ja. Dann kämpfst du mal ein bisschen. Natürlich. Lol. Wenn das also so rumschwirrt mit seinen Käfern, ich treffe die nie. Oder selten. Komm zurück. So, ich geh mal wieder rein, ich helfe dir mal wieder ein bisschen. Ja. Nee, der kommt da zu dieser Laterne eher nicht hin. Dann lieber die Laterne hier anmachen. Wow! Jo. Haben wir einen erwischt? Oh lol. Oh, explodier halt schneller, du scheiß Fass. Oh, nee, da musst du vorher schon, aber das geht nicht so leicht. Ja. Wieder erwischt, sehr schön. Funktioniert ganz gut, immer dieses Raus- und Reingerenne. Ja, das ist eigentlich bei der Spinne eigentlich auch mal sehr witzig gewesen. Und nochmal ins Feuer rennen, perfekt. Oh, das war knapp. Holy shit. Da hinten ist dann nochmal Munition, wenn es so richtig. Leute, ist wieder in die Flamme rein, ey. Das brennt echt lang. Oh. Hoffe, dass lol, du hast mich erwischt. Nee, ehrlich. Oh, sorry. Ja, aber nur gar, wirklich nur Streifschuss. Also ich hab ja, weil ich glaube, du bist gerade ins. Das war das aber interessant, also mit der Schrotflinte wahrscheinlich hast du mich echt so haarscharf erwischt. Oh, scheiße, so. Fass hätte ich mich erwischt, glaube ich. Müssen wir ein bisschen aufpassen, nicht, dass das Fass anfängt zu brennen. Nee, doch nicht. Gut. Können wir auch gleich. Ah, wegziehen. Doch, das Fass brennt! Uff! Echt? Nein.
Hey, bei mir ist das fast. Aber schieß mal das Zweig weg. Wäre vielleicht besser, ja. Warte, dann schießen wir kurz drauf. Aber es brennt jetzt Ewigkeiten. Ach, das ist vielleicht doof. Naja. Vielleicht mal jetzt. Von woanders reingehen? Ja. Oh, oh Gott, die mich erschrocken. Hey, du Motherfucker. So. Da ist noch ein Vetter. Ich komme. Lol. Bei dem brennt da, steckt das so ein Bolzen drin. Sieht lustig aus. Ich finde es nochmal rein. Kurios. Ich glaube echt, dass wir alleine sind. Ne? Oder. Ja, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Schon wieder rein. Dass sich keiner traut anzugreifen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Vor allem jetzt. Wenigstens jetzt müsste doch eigentlich. Nein, ich mag das Tor zumachen eigentlich. Uah. Hab's. Perfekt. Ich glaube, der ist down. Vorsicht, ah, ich bin außen rum. Ja. Kurios. Schön. Also, weiß nicht. Lol, ich hätte Fächern gehabt. Naja. Hier gibt so viele Türen, leck mich am Arsch, Alter. Holy ja. Shit. Also, da können sie echt von überall kommen. Hier ist nochmal Muni. Ach, das ist diese hier, diese Stahltür. Da haben wir doch letztes Mal schon gekämpft. Ach. Wie ist wenigstens zu die Tür? So, nochmal Muni. Aber falls wir kämpfen müssen, hier sind viele, viele, viele Laternen. Also hier sind Laterne, hier sind Laternen. Aber vielleicht kann ich mal so schlecht, wenn wir hier in diesem hinteren Teil uns. Ich glaub's nämlich auch, weil hier ist eine Metalltür, da kommen sie die nicht eine rein. Eine Holztüre, dann die große. Dann hier. Ist hier die Holztür, die verbarrikadiert ist. Haben wir den guten Blick. Eigentlich schon, und da können wir beide, glaube ich, mit Schrotflinten. Du hast so eine Schrotflinte? Ja, nee. Aber nee. Du hast die Kettenfächer. Nee. Aber du hast Fächern. Ich habe eine andere. Ja, aber ich habe Fächern. Und ja, das ist dann ganz gut. Ich mit meiner Armbrust vielleicht richtig Damage machen und dann gleich Zweitschuss als Schrotflinte. Mal gucken. Falls jemand kommt, aber irgendwie glaube ich es mittlerweile nicht mehr. Nee, also mittlerweile glaube ich echt. Außer die kommen wirklich erst wieder wie letztes Mal, wenn man den aufnehmen irgendwie. Dann Lücksack spawnen die einfach mal wieder. Das war echt kurios. Also, das ist immer noch die kurioseste Runde, ja. Die ich jemals in meinem Leben hatte. Haben wir die hochgeladen? Ich glaube nicht, ne? Nee, haben wir glaube ich nicht aufgenommen. Leider. Das war faszinierend. Weil da wäre es wirklich interessant, wie das zustande gekommen ist. Also, weil wir sind ja 40 Minuten so rumgelaufen und haben einfach viel gekillt. Vor allem die Beute lag schon da. Also, der wurde schon gekillt, ja. Und so. Und dann gab es Schüsse und was weiß ich. Und dann, genau, und dann war es irgendwie. Ja, wir haben halt gefarmt. Ich glaube, genau deswegen haben wir nicht aufgenommen, weil wir eigentlich nur farmen wollten, ne? Ja, genau, ewig lang gefarmt, einen kleinen Viecher gekillt und gewartet. Und haben wir halt diese 45 Minuten eigentlich, wollten ein bisschen ausnutzen. Und wirklich waren es nur noch 10 Minuten. Und ich denke, die Beute liegt da ungefähr seit 25 Minuten. Lag einfach die Beute da. Niemand hat sie gehabt. Also sie lag da. Er wurde gekillt, es wurde nie aufgehoben. Dachten wir, ja gut, vielleicht haben sie sich gegenseitig gekillt und der letzte ist irgendwie an dem Boss verreckt oder sowas. Gut, dann dachten wir, ja komm, laufen vorbei, holen uns die Beute, sind wir rein. Und die Beute geholt. Und dann plötzlich schreit er andere Spieler. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Die haben nicht einen Schuss, gar nichts. Null. Das war ja wirklich kurz vor Ende, ne? Also ja, ja, das war wirklich so 10 Minuten vom Ende oder so. Wie gesagt, ja. Wir sind über 45 Minuten rumgelaufen. Und jetzt ist es auch ganz komisch, als wären wir alleine hier. Aber mir kam vorhin die Fehlermeldung. Ich habe echt Angst, dass wir jetzt spielen und dann rausgehen und dann heißt es keine Punkte oder so. Ja, keine Punkte oder sowas. Da habe ich echt Angst vor. Ja, das wäre ne. Aber bei mir ist es nicht gekommen. Finde ich jetzt so kurios. Bei mir stand Verbindungsprobleme oder sowas. Nichts mehr. Ach, hier ist mein Bolzen. Ja, bei dem war das noch drin gesteckt. So. Schattensicherung. Jawohl, tägliche Herausforderung abgeschlossen. Nice. Dann gehen wir gleich zum Ausgang. Geradewegs. Wo ist denn der fette Typ? Zum den Hut nehmen.
Hey, der muss ja hier sein, wenn hier die kleinen Füße sind. Ach, da hinten ist er. Lol, der bekommt es anscheinend mit, wenn du ihn einen kleinen Füße hast. Ja. Wow. Oh, perfekt. Wow. Lol. Oh. Ey, die Bolzen sind echt stark, Alter. So, wo sind meine Bolzen? Oh, meine Bolzen wieder. Give da war, glaube ich, nochmal ein fetter Bolzen. Typ. Ah, hier ist mein Sohn. Hä? Oder ach, war das dann der von vorn? Ah, dann habe ich ihn schon mal angezündet. Aha, ich bin so doof. Ich renne ins Feuer rein. Andere Richtung. Oder sollen wir oben den Ausgang benutzen? Nee, wir können ruhig da einfach. Ja, weg. Gehen wir jetzt raus, oder? Mir ist die Runde irgendwie suspekt und bevor wir es jetzt irgendwie nichts bringt oder so. Ja. Diese Runde. In diese Richtung meine ich. Nee, also wenn andere Spieler, das kann nicht sein. Ich glaube, da ist echt niemand mehr. Aber es ist auch nicht so, dass die sich irgendwie gegenseitig killt. Es war einfach kein anderer da. Vielleicht sind wir alleine gejoint. Kann das echt sein, dass man einfach alleine auf einer Karte spreche? Krass. Also, wenn man das dann irgendwie mal rausfindet, kann man echt geile Dinge machen. Geile Runden fürs Leveln. Ja, das stimmt. Geil wär's, wenn... Da ist ein Feuertyp. Warte, ich muss erst mit die... Oh, ich brauch deine Hilfe. Oh. Ach, den Feuertyp nehme ich noch mit. Weil... Komm zu mir. Ich habe jetzt noch richtig viele von denen gekillt, die Runde, ne? Ja, das stimmt. Also die Runde war auch richtig gut. So, ich schaue es nochmal kurz mit der Sicht. Nein, nichts. Ganz kurios, ist wieder so. Hier passieren ganz merkwürdige Sachen. Folge. Weißt du? Wo aber nicht weiß, ob das jetzt irgendwie ein Spielfehler ist oder ob das irgendwie. Oder ob irgendwie. Die anderen Spieler so defend. Schon wieder so einer. Oh. Jawohl. Oh. Ja, leider nicht. Okay, ich kann wieder vergiftet werden. Oh. Lol, Alter, der verfolgt mich ja richtig noch. Oh! Boah! Oh! Was? Oh, what? Warum ist das ein Feuertyp wieder? Alter! What the heck? Ja, hier wurde der Hinweis auch nicht genommen, hier wurde nicht mal ein Hinweis genommen, nichts. What? Ja, genau, verbrennt mal hier. So. Oh lol, Alter. Ich hab das richtig gehört, so klick, klick, klick. Oh, ist der andere jetzt tot, der Fette? Nein. Ah, da ist ja noch einer. Oder ist es der? Ja, da ist eine Laterne. Geht runter. Toll. Ei. Lauf durchs Feuer. Also den Fetten haben sie eindeutig wieder stärker gemacht. Also früher hat er ja gar nicht mehr ausgehalten, aber mittlerweile hat er wieder richtig viel ausgemacht, ja. Oder? Ja, doch, das stimmt. Au, jetzt weil, war er noch ein kleines Viech. Weil wo man dann so früher immer kriegt, dann doch. Oh Gott. Fällt mir gar nichts mehr aus. Oh, la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 . Ach! Jetzt habe ich meinen Amboss voll verschossen. Ach Leute, da ist immer so ein fetter Typi.
Holzen, wo bist du? Ah ne, das Kettenzeug war richtig stark gegen den, das weiß ich noch, ne? Ja. So, wo ist der Ausgang? Direkt vor uns. Da hinten war das Schiff. Also ne, das muss ein Fehler sein. Das war ein Fehler, 100 pro. Aber nice wäre es natürlich, wenn wir unsere Dinge jetzt bekommen, ne? Ja. Unsere Punkte und die Beute und... Also ich gehe zum Ausgang. Wäre sehr, sehr nett. Jo. Bin auch nix. Bitte den nicht killen, ich mag ein bisschen mit Armbrust üben. Wen? Mach schon mal. Bitte dich nicht bewegen, ich mag schon mit der Armbrust üben. Ich hab Ketten drüber. Was soll das haben? Oh, halt nicht raus. Schon immer! Ja, ganz komisch. Komische Runde. Ja, es ist. Ich glaube, wir haben auch wieder wirklich ziemlich viel Zeit verschwendet jetzt. Ja, Prinz. Ja, was heißt wir, das? Wir waren. Gewusst? Ja, aber wir waren jetzt gar nicht mal. Also, wir waren, haben jetzt nicht so viel gecampt. Wir sind vorsichtig vorgegangen, ja, aber wir haben nie lange an einer Stelle verbracht. Nee, das wir nicht. Wir waren aber am Ende dann sogar relativ laut und haben viel mitgenommen, aber. Weiß nicht. Ja, man darf gespannt sein. Bin jetzt gespannt, ob jetzt irgendeine Meldung kommt, dass wir keine Punkte kriegen oder so. Naja. Weil ich hatte die Meldung zweimal und die ist dann wieder sofort verschwunden. Verbindung mit Verbindungsprobleme. Ja, bis jetzt ist noch was geschehen. Bis jetzt ist alles normal, ja. Ja, vielleicht haben die anderen Verbindungsprobleme gehabt und sind rausgeflogen. Kann auch sein. Man weiß ja nicht, was das alles, was für Zufälle es gibt. Oder einer hat ein Verbindungsproblem, der andere ist rausgegangen, aber 6 Teams, das muss er. Ja, aber richtig viele Punkte gemacht, Holy Moly. 5? Nur 5 solche Feuertypis? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es waren mehr. Ja, aber so Level 16 oder sowas werden wir es wahrscheinlich schon werden. Aber da kriegen wir wieder schön viele Punkte, weil wir zweimal, dreimal diese 250 kriegen. Ja, vielleicht kommen wir sogar zum 500er zum ersten. Aber ich glaube, das hat es echt viel gebracht von den Punkten her. Und der alleine ist der Monster, also so ein Monster-Typ, der... Oh. Oh, jawoll. Jawoll. Ja. Richtig geil. So, Alter. Boom. Ja, 2,5 Blutlevel, immer. Fernrohr. Grand Slam. Ja, nice. Wir haben vor allem viele von den komischen Credits da bekommen oder was auch immer das ist. Ja. Bei vollständiger Säuberung. Ja, wir haben da 575 bekommen. Ich verstehe zwar nicht, was gerade passiert ist, aber ich. Das sehe ich jetzt gar nicht mal so als schlecht an, weil nach den Runden davor war sowas echt mal notwendig. Ja, echt. Das ist lustig eigentlich. Meistens mittlerweile, wenn es. Ist dir mal aufgefallen, wenn ein Gegner da ist? Irgendwie kommen wir jedes Mal mit der Beute raus, egal wie. Mittlerweile, komischerweise ja. Aber wenn es mittlerweile zwei sind, da verrecken wir meistens durch andere Spieler. Früher war es mal anders. Die Zeiten ändern sich. Ja, das stimmt. Naja, gut. Danke fürs Zuschauen und beantwortet nochmal die Fragen, die wir am Anfang des Videos gestellt haben. Ob ihr auch mal solche, also ich lade die Folge jetzt sicher hoch, denke ich mal, weil ich mag einfach mal wirklich wissen, ob ihr auch Runden sehen wollt, die nicht so gut gelaufen sind. Vielleicht mal wo, oder wo es schon Kämpfe gab oder so, aber wo wir halt beide am Ende sterben. Ja. Die halt mal nicht so lang sind und ohne Beute. Aber dafür kämpfen wir halt mal, aber wahrscheinlich verlieren wir, ob ihr sowas auch sehen wollt. Oder ob ihr sagt, nee, wir wollen eigentlich nur sehen, wenn ihr gut reinhaut und mit der Beute rauskommt. Oh nein. Beantwortet das und danke fürs Zuschauen. Was hast du denn? Ich habe gerade die falsche Fähigkeit aus Versehen gekauft. Ich dachte, ich bin ganz oben. Aber du kannst auch Fähigkeiten
Ja, aber das kostet diese Marken, das möchte so entfernen, ja, stimmt, diese komischen Marken. Ja, aber ich habe mittlerweile ja, relativ gut. viele von denen. Ja, weil jetzt habe ich Bolzenwerfer und ich habe überhaupt keine scheiß Armbrust. Ja, ich schon. Naja, danke fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge, denke ich. Jo, ciao. Ciao.